So, liebe Damen und Herren, dann sind wir heute auch, sind wir jetzt schon bei der letzten Runde Spiele, die ich hatte und nie geschafft habe und auch niemals zugeben würde, niemals sagen würde, dass ich sie liebe, weil ich das nicht tue. So. Wir spielen Mega Man 6. Ich hatte Mega Man 6, ich habe vor einem Jahr ungefähr... Die 6, 4, so das mit dem Dr. Kusak. Ich habe Mega Man 6, das Originalmodul ungefähr vor einem Jahr verkauft. Habe es mir damals gekauft, da ich mir selber ein NES gecrackt habe. Habe es aber nicht durchgespielt. Ich habe es versucht, habe, was weiß ich, wahrscheinlich eine Runde geschafft oder ein paar Gegner geschafft. Dann habe ich aufgehört oder ich habe gar keinen Gegner geschafft. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt... hier ein, zwei Gegner zu schaffen. Mit was haben wir nochmal angefangen? Ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass du Flameman geschafft hast, Yamamoto, Yamato, den Nightman und ich glaube noch den Centauroman. Und ich glaube, du hast mit Flameman angefangen. Dann nehmen wir den auch. Ich bin mir gar, ich weiß gerade gar nichts mehr. Ich glaube, du hast mit Flameman angefangen und hast dann nach Blizzardman gemacht. Das Level sieht doch schon total einfach aus. Ja. Ach, das war, ja, ich weiß wieder. Das war das Level, wo man leicht entzündbare Dinge hat. Aber wir haben wenigstens beim letzten von den Spielen, die wir heute spielen, nochmal gute Musik. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja. Nein. Nein! Hier unten lang. Und natürlich. Ja, das ist halt scheiße mit so einem Herd voller brennendem Öl. Macht nichts. Macht's nicht schlimmer. Ja, das ist ja. Ja, ja, lecker. Was? Warum brennt denn das jetzt schon? Alter! Das brennt auch schon! Na gut, da kannst du ja noch rüber. Ja, jetzt schon. Nee, das hat beim ersten Mal hat das nicht gebrannt. Das bleibt gespeichert. Die Toten, das bleibt gespeichert, das brennt. Das ist toll. Scheiße. Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass du hier am Anfang... die, Oborasen wieder umsieht. Der hat mich halt getroffen, Penner. Dass du wenigstens mit dem Leben mal zu Dr. Pissack oder sowas kommst. Zu deinem Gegner, meine ich. Die werden dann gekackt sein. Ja. Oh, Fresse. Fressen, ey, wie es geburten. Oh, hey, Stiefelhacke. Ja, hab ich schon gesehen, dass da dein Arsch anfängt zu brennen. Oh. Die kann ich nicht kaputt machen. Nee. Das sieht nicht gut aus. Aber ich kann sie stoppen. Nee. Oh! Na! Ja, der macht das. Ach, ja. Nettes Stück Scheiße. Ja! Ja, ja, man muss schon schnell sein, ne? Kommst du da hin? Ja, gut. Und Energietank. Ja, den möchten wir haben. Ja, das ist eine gute... wohl auch brauchen. Egal, ich weiß auch das Leben. Stimmt. Ja, oben und dann... Ah, leck mich! Noch mit dem ersten Leben, wenn er gleich da ist, ja, austesten und dann beim zweiten Mal Vollgas und dann wieder benutzen. Ja. Genau so sieht's aus. Oh. Alter, der war doch gut. Ja. Und das Ganze. Hätte auch noch sein können, dass er Energie da ist. Aber weil er ein Luckensohn ist, natürlich nicht. Boah, okay, ich habe wirklich noch genau ein Leben dann.
schön. Und das hier auch loslassen dann einfach? Aber der macht immer so Flammen nach vorne. Ne? Ich hab gar keinen Plan mehr, wie das war. Ja. Ah, das Gute ist natürlich, dass man hier seinen Powerschuss verliert, wenn man getroffen wird. Aber das sah schon mal nicht schlecht aus. Sah gut aus, hast du? Da muss ich den jetzt leider schaffen. Diesmal mit vollem Leben und noch einen Energietank. Erste Aufnahme, erste Endboss. Alter, die Fresse. Ja! Das hatte ich natürlich nicht. Ey, warum? So ein scheiß Turban, na gut. Aber abgesehen davon, wenn du den Energietank nicht nimmst, dann ist er ja eh weg, oder? Alter! Ja, ich hab auch gedacht, ich kann da durchschießen. Jetzt bin ich tot. Ja, schönen Dank. Ja. Immer jeder ein, hier geht das einfach. Ja, toll. Welche waren denn die, die ich alle nicht geschafft habe? Ich glaube alle, ne? Einen haben wir gar nicht probiert, haben wir Windman oder sowas überhaupt probiert? Doch, Wind, oder? Weiß ich Nightman nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Doch, Nightman hattest du, ich weiß auf jeden Fall, hattest du geschafft, den auch, Blizzardman und Flameman. Den hatte ich probiert, den auch. Und Flameman dann, war scheiße, weiß ich, was war das erste, dass du mal gesprungen bist mit diesen Hüpfdingern. Ja, ich versuche mal hier den Kollege Windman. Ich weiß nicht mehr genau, aber das wird mir wahrscheinlich gleich wieder einfallen, wenn ich starte. Okay, ich hatte eben einfach einen scheiß Start bei den Schießen. Beim doch, ersten doch, das hatte ich probiert. Ich bin kläglich gescheitert bei dem Dreckslicks-Pandas. Ich hätte gerne raus auch mal einen Gegner, den ich hab. Drecksraupe oder was du sein willst. Gut ist, wenn man jetzt, wenn wir zum Endboss kommen... Oh nein! Leute, dann... Wie kommt man denn da unten? Achso, da musste man eine andere Fähigkeit haben. Ich hoffe, ich weiß irgendwas zum Sprengen. Oh! Achso, diese Winddinger. Ja, doch, das hatte ich probiert und bin da kläglich gescheitert. Fick dich doch, Mann! Ja, aber jeder von seinem trifft. Also, das Gute ist, wer von uns jetzt auch mal zum Endboss kommt... Oh, da ist Energie, das ist cool. Nein! Nein! Ich hab keinen Energietank. Doch nicht. So. Ja, dann musst du dann aber machen. Nö. Siehst du, wenn du einen Versuch brauchst und dann siehst du, dass du ihn noch abschießt. Aber warum leckt das denn jetzt? Oh, jedes Mal, wenn ich springe und die beiden unten sind und er etwas schießt, dann wird das alles langsamer. Da kannst du fliegen, über den du. Ja! Ja! Der hat vorangeklappt. Das ist mir jetzt auch egal, ob ich sterbe nicht. Ah! Nein! Oh, Alter! Verstand. Ja, doch, das hattest du, glaube ich, sogar noch probiert mit... So. Ja, genau. Oh, Energie. Oh! Ja, da braucht man... Ich könnte mir das holen, weil ich einen Jet hatte oder so. Ja, Rush oder so, ne? Mit dem Raketenrucksack da. Weiß es nicht. Das weiß ich auch noch, ja, aber... Slidet man nochmal? Slide. Und? Ja. Ah, okay. Ja, das ist gut. Ja. Das zumindest ist die Chance, mehr zu bekommen. Ja, aber dann hoffentlich nicht zu schwer ist. Ja, dann schauen wir mal. Ach, zum Glück ist das hier nicht auf Zeit. Ich muss nochmal kurz in den Milch gehen. Ah, diese scheiß Pandas, Alter. Alter! Nein! Weil das so offensichtlich was der Hurensohn. Ja, okay. Nein! Oh, ich wollte nicht ganz so weit springen, damit er mich nicht mit seinem scheiß Ball trifft. Und besser die Bälle als... Ja. Im Mund als ein Stachel im Arsch, ne? Kannst du sagen.
Aber ob ihr es glaubt oder nicht, wir hatten letztes Mal zumindest, wir waren wirklich weit gekommen, wir hatten noch zwei Roboter-Gegner, glaube ich, über. Ja. Ich nicht übertreiben, aber ich glaube, das war so. Ja. Nee, das war wirklich eigentlich, also Ruhm an dich, du hast quasi alles gemacht und ich nicht, aber... Das heißt quasi, man könnte das Spiel theoretisch, wenn man sich einen Abend hinsetzt, wahrscheinlich wirklich... Ja, ja, ja. Na. Das Leben, was verloren hast, das hast du extra gefunden. Ja, scheiß drauf, hopp drauf weiter. Ja. Ja, genau. Das war Kollege Schnürschel, der mich letztes Mal schon so aufgeregt hat. Jetzt nochmal. Ja, für diese scheiß Raupen. Genau so war das beim letzten Mal auch. Jetzt abgeschoben, oder? Und die Laser die Energie. Nee. Ja, fehlt gleich doch die Drecksraupen. Ja, jetzt aber der Energie da lang. Ja, eigentlich schon, ne? Alter, wie lange geht das denn noch? Oh, okay. Ja, freu mich. Fuck. Oh, respawn. Vorsichtig. Ja. Oh, bleib weiter einfach durch. Bitte. Jo. Jo. Nein! Hör doch mal auf! Oh nein! Nein, alter Huren! Ah, verfickter Dreckshurensohn! Wie viel Leben habe ich jetzt noch? Eins, ne? Nein, zwei. Oh, fuck. Alter, das gibt's doch gar nicht! Alter, ich Treppe hoch und dann wäre der Import da gewesen. Ja, da schön gekämmt, da. Ja, das ist Arschloch. Da braucht er noch nicht mal versuchen, muss immer so warten. Ja. Warten und dann, wenn er geschossen hat, hoch oder so. Naja. Alles nur Timing, danke. Ja, so langsam gewöhnt man sich auch dran. Ja, natürlich, jetzt schießt auch Bälle aus seinem Bauch. So, ich weiß aber nicht, wie man den Penner ausweichen. Okay, oh, gut. Du kannst abschießen, die brauchen jetzt. Naja, zumindest so eine. Ja. Er hat auch nichts gebracht, wenn eigentlich getroffen hätte. Nee, aber so ein bisschen Rache wenigstens. Die ganzen anderen Male. So. Jetzt schön vorsichtig. Kam der schon? Nee. Jetzt kommt der Panda. Ja. Also direkt auf den Rudi rauf, glaube ich. Ja. Ja, warte. Das muss ich nicht enden. Die Frage ist hier, Alter. Warte. Geh hier ran und warte, bis er über dich drüber gerotzt hat. Ja, fuck. Mann! Alter. Warte, ich mache zu der Stelle und du machst dann da den Weg nach oben. Das ist mir gerade ein bisschen. Ist mir gerade ein bisschen zu viel. Nein! Okay, ich wollte es machen. Achso, der war irgendwie voll. Ja. Ja, andersrum wiederum, sonst probiere ich das Level nochmal. Einmal ganz kurz, weil das hat mich gerade richtig aufgeregt, nur diese eine Stelle. Und dann, wenn wir da sind, dann übergeben wir. Und dann bewegst du leider hoch und ist da der Import, oder was? Ja, ist schon nicht so schlimm, dann kannst du den ja machen. Ach so, ja, kein Problem. Hast du auch noch den Energietank? Ja, der bleibt da auch, sagen wir so. Ach so. Schiss, mein Dreckspanda. Sieht das nämlich anders aus. Jetzt bin ich so langsam ins Spiel gekommen, ihr Penner. Ich muss, weiß nicht, was ihr denkt, aber dafür muss ich sagen, dass ich das hier sogar noch Mana von den Level von der 9 und 10. Also das hier habe ich auch irgendwie auf der Wii gekauft. Hab die irgendwo aufgesetzt, habe ich mal einen Gegner gesagt. Jetzt geht das hier schon wieder genauso los. Ja, boah, Taktik für den Panda, der. Ja. Das fettes Arschloch, ey. Was ich nicht ausgedacht habe, den müssen dann auch ein paar in den Bauch boxen, ey. Mann! Ja, okay. Ja. Zumindest sieht es noch nicht ganz so schlecht aus. Oh, da kannst du... Ja. Oder so. Ja. Oder... Ja, doch, den wollte ich nicht. Ja. Werde ich auch gleich wieder brauchen. Beiden.
bleiben. Nein! Ja, das meinte ich mit dem Leggen. Alles in Zeitlupe. Nein, geil. Hauptsache überleben. Nein, nein! Nein! Mann! Und wieder von vorne. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, man muss wirklich ehrlich übernehmen. Rastig aus. Rastig aus. Alter, ey. Wenn sie nicht irgendwelche anderen Viecher überleben, dann schon diese scheiß Panda werden. Alter. Da wünsche ich mir das erste Level, beziehungsweise das Level von, wie heißt er denn, aus Mega Man 1. Auch mit den, in den Wolken. Das war ja noch entspannt, wo du über diese Plattform springen musstest, wo diese Hörner dann rausgekommen sind. Ach, Mega Man 2 meinst du? Oder war das 2? Ja, okay. 1 ist auch entspannt, aber leider gibt es keine, Speicher, keine Puffwörter auf der Karte. Ja, natürlich fällt das auch ein Abgrund. Wer braucht denn Energie? Ja, und wer braucht denn diese Scheiße, wenn er nichts hat? Oh nein. Jetzt geht's, glaube ich, schon wieder los. Kann man eigentlich schon wieder von vorne anfangen. Ja. Gott sei Dank.